Wo mache ich das denn? Was mache ich denn im Kern? Okay. Da ich das wahrscheinlich sonst nicht so schnell nochmal hinbekommen hätte, erstmal speichern. Ach so, okay. Ich möchte das nicht überspringen. Nachdem wir los sind, das kann nicht wahr sein. Schützen! Hundesöhne! Es ist nicht auf der verdammten Station. Was? Ich will aus diesem linken Raum nicht raus. In dem fühle ich mich irgendwie sicher. Zumindest so lange, bis ich einen Schluck getrunken habe. Deswegen bleibe ich hier einmal kurz stehen. Kann man einmal einen Schluck trinken? Dann können wir sehen, dass das blöde Telefon noch nicht bereit ist. Warum ist das blöde Telefon noch nicht bereit? Ich hab Zeit, ich hab Geld, ich bleib hier im Kern, wie es mir gefällt. Machen bitte. Weyland Yutani. Wir bauen bessere Welten. Ja, und tödlichere. Vielleicht. Oh Gott, ich bin unter dem Ding. Ja, das kann ja was werden. Bleibt das Ding oben, damit ich wieder zurückkomme? Apollo Primäres Interaktionslog. 11.11.2137, Klasse Menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Ausgehende Nachrichten an Vertreter von Weyland Yutani erhalten und überwacht. 16.11. Hallo? 16.11.2137, Klasse Kolonialmarschall, Schadensbericht. Vorübergehende Notfallmaßnahmen in San Cristobal, Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen verfügbar. 17.11.2137, Klasse externe Interaktion. Kaufantrag erhalten. Operationsregelwerk von Weyland Yutani erhalten. Verifiziert und installiert.
23.11.2137. Klasse. Kolonial Marshall Schadensbericht. Notfallmaßnahmen in San Cristobal Krankenstation verlängert. Keine weiteren Informationen verfügbar. Stationscans unter WY-Richtlinien. Wahrscheinlich unter Wayland-Yutani-Richtlinien. Hashtag 004-3B56 eingeleitet. Das war. Das können wir mal eben gucken. Also die Krankenstation wird am 16. gesperrt. 17., 18., 19., 20., 21., 22. Das sind genau 7 Tage. Warum auch immer ich jetzt so das einmal alles durchgezählt habe. Ich wusste es vorher schon. das ist also eine Woche, nachdem man die Krankenstation abgeriegelt hat. Stand in der Nachricht, dass sie die für eine Woche einleiten? Nein, okay. 24.11. Gefahreneindämmungsalarm. Unbestätigte Scans im Reaktorsystem. Sonderauftrag 939 eingeleitet. Höchste Priorität: Organismus schützen. Stationsquarantäne aufrechterhalten. Kommunikation unterbinden. 11.12.2037. Klasse Sevastopol. Ankunftslog. Neue Einwohner, die von Synthetenpersonal im Apollo-System eingetragen werden. Ripley, Amanda, zweites Stockwerk. Wayland, Yutani, Taylor, Nina, viertes Stockwerk. Wayland, Yutani, Samuels, Christopher, drittes Stockwerk. Und Wayland, Yutani, ersetzbar. 11.12.2137. Klasse Gefahreneindämmungsalarm. Mögliche Gefahr für Organismus in Gefahrenlabor von Projekt KG346. Gefahreneindämmungsalarm auf Omega erhöht. Spedding. Ransom hier. Nach dem Wayland-Yutani aufkauft, ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Ankauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie es sich anders überlegen. Keine Audio? Das ist natürlich jetzt frech hier. Keine Audiodatei. Aber wollen wir mal zum Maschinenraum, was? Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. So oft habe ich mich in dem Spiel noch gar nicht versteckt, weil ich irgendwie immer nicht gut genug im Weglaufen bin, sodass mich die Leute sonst finden. Ich bin hier, Rip. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Wayland-Yutani-Protokollen. Nein, bitte. Season hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Ja, das ist wohl, leider wahr. Scheint Apollo an uns nicht zu finden. Bitte prüfen, ja, prüf doch.
also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Ja, kannst du, glaube ich, auch lassen. Ich glaube, das hat nicht so viel gebracht. Also wissen, das wird nicht so viel bringen. Begeben Sie sich zum Reaktor, ja, mach ich. Zumindest versuche ich das. Warum sind hier wieder die Lüftungsschächte rum? Das gefällt mir nicht. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Warum funktioniert der Bums? Warum können Sie mir sagen, dass ich nicht da bin, aber alles andere funktioniert in dieser schönen Station nicht mehr? Woher weiß der, wo ich bin? Ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn er weiß, wo ich bin, dann brauche ich nicht weglaufen. Ja, ja, ich habe gerade erst gespeichert gehabt. Das ist nicht so schlimm. Habe ich meine Waffen eigentlich inzwischen mal wieder? Nee, natürlich nicht. Bei der MP-Mine habe ich zur Not. Also spielen wir weiter Sneaky Ninja eher. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Wo sind die jetzt hin? Ist mir auch erstmal egal. Nein, da ist niemand. Hau
mein Gott, danke für dein... Raid, ja, Raid, muss ja Raid sein. Danke für dein Raid, Frumpi. Oh Gott. Schon wieder so vorbei. Und gute Nacht, Wadli. Was habt ihr gestreamt? Was ist jetzt hier so Tolles? Hier ist nix. Toll. Ja, ich will mich ja gar nicht einmischen. Ich will eigentlich, dass du mich in Ruhe lässt. Achso, hier kann ich doch her. Weißt du jetzt, wo ich bin? Geh auf! Ja, ich hab ein Problem. Golden Sun. Oh. Okay. Ich bin ehrlich, sagt mir grad nix. Ja, wir können es auch lassen. Ich strapaziere meine Geduld. Warum sieht das? Hä? Warum ist er nicht Elektroschock? Der ist doch in die Mine reingelaufen. Das ist ein Unfall. Schraubenschlüssel? Toll, jetzt habe ich 2 EMP-Minen für den verschwendet, ey. Nee, das mache ich anders. Warte mal, da lade ich lieber nochmal neu. Und nimm nur eine Mine. Wie war denn der Stream? Oh, EMP-Minen, ich habe nämlich keinen Bock auf den. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Vielleicht klappt es ja auch ohne, dass ich irgendwas benutzen muss. Nö. Ja, meine Protokolle verlangen, dass ich dich umgehend außer Gefecht setze, wenn du das sagst.
mäßig erfolgreich. War heute sehr verpeilt. Ja, bin ich heute auch. Nö, aber soweit läuft's eigentlich. Also, bis auf, dass ich halt ein bisschen verpeilt hier rumlaufe und viele Fehler mache, die man eigentlich gut hätte vermeiden können, läuft's ganz gut. Und deswegen bin ich auch heute immer so ein bisschen auf Speichern fixiert und speichere andauernd ab, weil ich bin mir auch zu verpeilt heute. Jetzt habe ich immer schon mal die Karte. Jetzt wäre es auch schön zurückzulaufen und abzuspeichern, gell? Finde ich auch. Deswegen machen wir das jetzt auch eben. So, einmal Schnieke speichern. Ich glaube, an dem hätte ich mich im Nachhinein auch einfach so ein bisschen vorbei sneaken können, aber immer nicht. Bewegen die sich, oder? Ja. Das hat jetzt er gebracht. Kann ich da nichts ausmachen? Nein, du siehst mich nicht. Die andere Kammer hat mich nicht gehört. Ich habe gesagt, nein, ihr seht mich nicht. Hä, wo muss ich denn hin? Begeben sich zum Rektor. Ja, wo ist denn das Ding? Hier oder wo? Hä? Ich meine, ja, genau das meine ich. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich her muss. Was bringt es mir, wenn ich jetzt hier bin? Hier müsste... Da, okay. Bestimmt ganz ungefährlich auf einer Raumstation einfach sowas aufzumachen mal. Weil es so kalt ist, gehen wir jetzt da schön einmal dran vorbei. Also gerade in den Schächten finde ich die Taschenlampe viel, viel wert. Aber man muss sie halt ausmachen, wenn man aus dem Schacht rausguckt. Weil das sonst... Ja, ihr könnt es auch lassen, ihr könnt auch einfach keine losschicken. Ich habe da nichts gegen. Ich bin nicht so jemand, der jetzt hier eine Sicherheitsüberwachung braucht. Ihr könnt auch einfach das lassen.
Ja. Ich weiß doch nur nicht, wo ich hin muss. Reaktor.